Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update-Video. Und wie ihr hier schon sehen könnt, geht es heute hier an dem großen Projekt weiter mit dem neuen Häuserblock. Und wie ihr ebenfalls schon sehen könnt, habe ich hier hinten zumindest das Erdgeschoss der Polizeistation jetzt mal nach Anleitung gebaut. Alles andere ist noch in den Kartons, weil ich das jetzt als Grundlage nutzen werde, um hier weiter zu bauen. Und auch noch ein paar andere Sachen habe ich als Ideen, wie man diesen Häuserblock jetzt sehr interessant füllen kann. Aber wie gesagt, das da wird jetzt erstmal Grundlage für hier ein bisschen weiterbauen. Ich habe inzwischen auch mal geschaut, wie ich das mit den Fenstern mache, denn ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Diese Fenster hier sind bedruckt und gibt es tatsächlich nur in diesem Brickbank-Set in der Art und Weise. Ich habe jetzt hier 4 Stück, die waren nicht in meinem Brickbank-Set von damals, ich glaube 2016, dabei. Weitere Fenster zu bekommen ist ziemlich schwierig. Man bekommt sie zwar bei Bricklink, da kosten die aber ungefähr, je nachdem, wo man sie kaufen möchte und wie viel derjenige hat, 15 bis 20 Euro. Ist natürlich eine Hausnummer. Eigentlich hatte ich sogar vor, daneben auch noch welche weiterzubauen, bis ich wusste, wie teuer die eigentlich sind. Mein Plan momentan ist tatsächlich, dass ich einfach mal schaue, ob ich nicht vielleicht ein gebrauchtes Brickbank-Set bekomme. Im besten Fall eins, das unvollständig ist, zu einem guten Preis. Dann hätte ich mir auch ein paar andere Steine, mit denen ich hier weiter bauen kann. Natürlich werde ich das grundsätzliche Design weiter nutzen, auch wenn es hier schon sich ein bisschen ändert, eben dadurch, dass ich hier zum Beispiel nach vorne baue. Aber da muss ich einfach mal schauen, ob ich dann die Möglichkeit finde, günstiger ranzukommen, als jetzt einfach nur die Scheiben für, was ich 20 Euro das Stück zu zahlen. Aber das ist heute noch nicht das Thema. Heute geht es erstmal weiter mit anderen Dingen und jetzt bauen wir einfach mal los, würde ich sagen. Und hier entwickelt sich jetzt mein mehr oder weniger Neubau der Polizeistation, die ja keine Polizeistation sein wird. Ich habe das Ganze ein bisschen verbreitert. Ich habe auch schon den Eingangsbereich verbreitert. Ich habe hier übrigens die Anleitung, damit ihr das mal ein bisschen vergleichen könnt. Ihr seht, da ist zum Beispiel hier an der Seite ist nicht so breit, hier mit diesen Elementen. Ich habe auch dafür gesorgt, dass hier noch ein bisschen Unterbau ist mit diesen Darktan-Mauersteinen. Und das ganze Gebäude ist ein bisschen nach hinten gesetzt gegenüber der Brickbank, einfach um noch ein bisschen mehr Struktur in das Ganze reinzubringen und auch hier noch ein bisschen Platz zu schaffen, dass man hier am Baum vorbeilaufen kann. Hier drüben in der Ecke kommt dann wahrscheinlich noch ein kleinerer Laden rein. Ich habe mir überlegt, ob ich entweder noch einen Kiosk baue und das da als Grundlage nehme oder auch diesen Donutladen noch deutlich größer irgendwo da vorne reinbaue als kleines Café, vielleicht um die Ecke. Wie gesagt, da vorne kommt ja dann der Fluss und dann kommt ja die Straße hier, der Weg entlang. Da wird noch einiges zu bauen sein, aber ich glaube, mit den Größen von den beiden Gebäuden, also mit der Brickbank hier und diesem Gebäude hier, sind wir, glaube ich, ganz gut dabei eigentlich. Die wirken doch nicht total winzig, aber auch nicht zu groß, meiner Meinung nach, und haben einen ganz guten Maßstab, meiner Meinung nach, dafür, dass sie ein bisschen mehr Altbau sind. Ich werde es hier auf jeden Fall weiterbauen und ich glaube, das entwickelt sich ganz gut, dieser neue Häuserblock, meiner Meinung nach. So, ich bin ein ganzes Stück vorangekommen. Ihr seht, die Front von dem Gebäude hat einiges an Fortschritt gemacht. Es ist deutlich breiter geworden, wie gesagt. Ich habe jetzt hier oben noch ein paar von diesen Löwenköpfen eingebaut, einfach um hier nochmal ein bisschen das Wappentier von Brickgate mit einzubringen. Ich habe hier vorne auch noch ein bisschen den Gehweg ein bisschen anders gefliest, einfach um es ein bisschen hübscher wirken zu lassen. Ich habe hier oben die Farbe ausgetauscht durch dieses Grünton. Da war ja vorher dieses dunklere Blau, das haben wir ja hier liegen. Und ich habe auch hier noch weiter gefliest. Der ganze Weg ist jetzt komplett gefliest. Da hatte ich ein kleines Problem, weil ich mich verfliest hatte. Ich hatte unterschiedlich angefangen, was dazu führt, dass ich in der Mitte nicht mehr richtig zusammengekommen bin. Das heißt, ich musste alles, was hier drüben ist, nochmal neu bauen. Dann habe ich noch diese Bank hier eingebaut. Ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Set die eigentlich ist. Aber ich finde die eigentlich ganz hübsch hier vorne. Das Lücke hier kann ich, glaube ich, noch nicht ordentlich zubauen, weil ich, glaube ich, alle Steine dafür da habe. Aber wenn ich jetzt mal hier ein bisschen entlang schwenke, sieht das doch schon mal ganz gut aus, meiner Meinung nach. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weitermachen, damit dieses Update noch ein bisschen was passiert. So, meine Idee wird jetzt auch noch ein bisschen klarer. Hier ist auf jeden Fall alles hier gefliest. Und ich hatte ja schon im letzten Video hier so ein Beet angefangen, um eben dort dann einen Baum einzusetzen. Das werden ähnliche Bäume sein, die ich ja schon gemacht habe, mit diesen längeren Stangen. Da kommen dann zwei hier rein. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Und ich habe jetzt einfach das Ganze nochmal gespiegelt. Und auf die andere Seite gesetzt, wobei ich gerade merke, dass es nicht richtig gespiegelt ist. Ich muss nämlich nochmal weiter rüber, sehe ich gerade. Denn hier ist der Abstand hier und da bin ich zwei Noppen zu weit drüben. Das muss ich noch ändern. Jedenfalls kommen da dann zwei Bäume rein und das ist dann ein weiteres Gebäude hier vorne an der Straße. Dadurch, dass dann die Bäume dazukommen, wird, glaube ich, auch da vorne nochmal ein bisschen grüner. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Was aber noch eine Frage ist, die ich an euch
unbedingt stellen muss, ist, was könnten wir denn in dieses Gebäude reinmachen? Ich will auf jeden Fall keine Polizeistation dort haben. Ich dachte an eine Kanzlei vielleicht, ist glaube ich eine ganz gute Lage oder irgendwas dergleichen. Es wird eben kein Riesengebäude, das heißt ein Gericht zum Beispiel, was jemand glaube ich vorgeschlagen hat, dafür wäre es viel zu klein, das müsste deutlich größer sein. Aber da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Ich werde noch das hier ausbessern, vielleicht noch ein bisschen weiterbauen. Wir schauen einfach mal, was ich heute noch hier zustande bekomme. So, ich habe mir jetzt auch noch die Mühe gemacht, hier noch so einen Baum in dem bekannten Muster zu bauen. Ich habe den auch mit hier Modified Plates relativ in die Mitte setzen können. Sowas ähnliches kommt dann, wie gesagt, dann hier noch hin. Ich glaube, es bringt dann noch ein bisschen Farbe in das Ganze, weil es ist doch sehr, sehr grau momentan. Das hier unten wird dann noch mit verschiedenen Pflanzen überbaut, damit es eben hübscher aussieht. Genauso wie hier drüben dann. Aber das ist dann sozusagen der Endstand für heute. Hier habe ich jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen weitergebaut, soweit ich konnte. Mir fehlen hier auf jeden Fall Steine, die ich nachbestellen muss, beziehungsweise nachbestellt habe. Die Sache mit den Fenstern steht immer noch im Raum. Vielleicht kennt ja irgendjemand, der die Fenster zufällig was übrig hat. Dann kann er sich gerne bei mir melden. Ansonsten würde ich sagen, das war es dann sozusagen für heute. Ich bin sehr zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt. Es wird ja auch noch deutlich höher werden, also wir werden da einiges an Höhe gewinnen, einfach um auch eine Höhe zu haben, die realistisch zum Rest der Brickworld passt. Und ich muss sagen, mir gefällt das jetzt schon deutlich besser als das, was momentan dort hinten an der Stelle steht, weil es einfach schon viel mehr Charakter hat und einfach auch besser reinpasst, denke ich, und einfach auch größer ist, was eben den Maßstab widerspiegelt, den die ganze Brickworld so eben hat. Wie gesagt, hier wird das Gebäude dann weit nach hinten gehen, hier werden wir dann noch so einen kleinen Laden reinbauen, ich denke so ein kleines Café oder irgend sowas zu mitnehmen, da kann man dann wahrscheinlich auch ein bisschen davon noch übernehmen. Die Wäscherei an sich finde ich eigentlich auch eine ganz nette Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die hier noch irgendwie in den Block reinkriege, denn ich muss hier im hinteren Bereich auf jeden Fall noch irgendwie das Pariser Restaurant hier reinkriegen, weil wir ja den Spielplatz als auch unsere Außenterrasse, die soll ja beibehalten werden. Das heißt, hier hinten muss irgendwo noch das Pariser Restaurant in irgendeiner Art und Weise eingebaut werden. Ob wir da jetzt wirklich das Design vom Gebäude übernehmen, weiß ich noch nicht. Aber wir haben ja, wie gesagt, auch in der Höhe noch einiges an Platz. Es kann auch sein, dass wir einfach hinten ein bisschen überbauen in das andere Gebäude. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die man haben kann. Da könnt ihr mir auch gerne noch in Kommentaren schreiben, was ihr dazu denkt. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr zufrieden, wie sich das hier entwickelt. Was eben auch ganz wichtig ist, was soll in dieses Gebäude reinkommen? Und ja, das war der Hauptgrund, glaube ich, das Hauptthema, das beantwortet werden muss. Und eben noch eure Ideen, wie man vielleicht das Pariser Restaurant gut integrieren kann. Ansonsten, wie gesagt, das Ganze wird noch einiges nach oben gehen. Und dann war das heute, glaube ich, Update 137 schon. Bei uns ist heute Feiertag, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, deshalb gibt es heute auch keine neuen Infos zu irgendwelchen Steinlieferungen oder Elektrik oder sonst irgendwas, was den neuen Ort angeht für die Brickworld, aber wir können ja hier schon an dem Modul einiges machen, was dann natürlich auch dann drüben relativ schnell seinen Platz finden wird. Hier stehen die ganzen Sachen über, weil die Module tatsächlich, was die Fliesen angeht, überbaut werden, das ist kein Riesenproblem, wir werden die nicht mit den Sticks verbinden, sondern tatsächlich nur mit den Fliesen. Es gibt eine schöne Optik, aber tatsächlich sind die Elemente, die einzelnen Module tatsächlich nur mit diesen Fliesen verbunden, was es natürlich dann wieder einfacher macht, sie auch später zu trennen. Aber wir haben eine einheitliche Optik. Wenn wir jetzt hier immer die halben Fliesen machen würden, würde man total sehen, wo die Module anfangen und aufhören. Was eben bei dieser versetzten Technik mit den Fliesen eh immer irgendwann passieren würde. Ja, so viel dazu. Dann vielen Dank fürs Zuschauen heute wieder. Vielen Dank für eure Treue. Ich glaube, wir haben die 6.700 schon geschafft. Das heißt, wir sind auf dem Weg zu den 7.000. Das freut mich wirklich sehr. Und dann sage ich vielen Dank. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Tschüss.